Also, ihr erinnert euch ans Ohmsche Gesetz. Wir haben gesagt, da gibt es Spannung und die Spannung ist quasi diese Größe dafür, wie stark der Strom fließen möchte. Und wir wollen uns diese Spannung noch ein bisschen näher anschauen und ein ganz, ganz wichtiges Konzept von dieser Spannung betrachten, nämlich, dass es Spannung als absolutes Ding nicht gibt. Ich kann nicht sagen, an diesem Punkt ist die Spannung so und so. Sondern Spannung bezieht sich immer auf zwei Punkte. Zwischen diesen Punkten ist die Spannung so und so. Und wenn jetzt hier zum Beispiel zwischen diesen Punkten die Spannung 5 Volt ist und hier ist plus 5 Volt und da ist dann quasi 0, dann heißt das, dass von da nach da der Strom 5 Volt stark fließen möchte. Also verzeiht mir diese seltsame sprachliche Konstruktion. Aber ich kann quasi nicht sagen, hier sind die Ladungen unter einer Spannung von 5 Volt, weil das ist noch eine unvollständige Aussage. Damit sage ich ja nicht, wo sie hinwollen mit dieser Stärke, dieser Spannung. Und darum gibt es eine andere Größe, das sogenannte elektrische Potenzial. Wir haben vorher in dem Bild von dem Wasser in den Gefäßen das Gefälle hineingebracht. Und man könnte sich jetzt, und sagt, wenn das Wasser quasi hoch ist und das ist niedrig, dann habt ihr eine Wassersäule und die macht dann einen Druck. Man könnte sich jetzt das Potenzial so vorstellen, wie zum Beispiel die Höhe über dem Meeresspiegel, wo etwas ist. Und dann habe ich einen Druck, wenn eine Sache 20 Meter über dem Meeresspiegel ist und die andere Sache 10 Meter über dem Meeresspiegel. Diese Differenz zwischen diesen beiden Höhen, die macht es aus. Aber der Druck, den ich dann da habe, der ist genauso groß, wenn das eine irgendwie 1020 Meter über dem Meeresspiegel ist und der andere ist 1010 Meter über dem Meeresspiegel. Wichtig in dem Bild ist immer nur die Höhendifferenz zwischen diesen beiden Punkten. Und so kann ich in einer Schaltung jedem Ort ein Potenzial zuweisen, so wie ich jedem geografischen Punkt eine Höhe über dem Meeresspiegel zuweisen kann. Und dann kann ich mir anschauen, die Differenz zwischen zwei Punkten in diesem Potenzial. Und das ist dann die Spannung zwischen diesen beiden Punkten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Konstrukt, dass wenn man von Spannung redet, meint man immer zwei Punkte. Man meint nie nur einen Punkt. Leider sagt man sprachlich trotzdem oft die Spannung hier und die Spannung da und meint quasi das Potenzial hier und das Potenzial da. Damit man mit diesen Aussagen noch irgendwas anfangen kann, gibt es eine zusätzliche Konvention, dass man in den Schaltplänen einen Bezugspunkt einzeichnet. Und meistens nimmt man dafür den negativen Anschluss der Versorgungsspannung. Muss aber nicht sein, das kann ein beliebiger Punkt sein. Also gerade in der Telefonie zum Beispiel gibt es viele Systeme, die mit einem Massepunkt arbeiten und dann dazu nur negativen Spannungen. Also da ist quasi der positive Anschluss, dieser Bezugspunkt. Das ist auch völlig frei gewählt. Ich suche mir einfach irgendeinen Punkt und sage, immer wenn ich was über Spannungen sage und ich nenne nur einen Punkt, dann meine ich damit relativ zu da, zu der Stelle, wo ich dieses Symbol einzeichne. Und dann kann ich umgangssprachlich sagen, na, die Spannung hier ist 5 Volt. Und damit meine ich, die Spannung zwischen hier und da ist 5 Volt und das ist natürlich das gleiche wie zwischen hier und da, weil das ja mit einem idealen Leiter miteinander verbunden ist. Damit die Sache nicht ganz so trivial ist, gibt es mehrere verschiedene Masse-Symbole. Und ein paar habe ich davon rausgesucht. Also das ist die Erdmasse, das ist das Bezugspotenzial, das ist das Äquipotenzial und das ist, ich weiß es nicht. Das ist die Gehäusemasse, Entschuldigung, das ist die Gehäusemasse. Äquipotenzial. Dieses Symbol wird auch oft verwendet, dann schreibe ich daneben irgendwie 5 Volt oder 3 Volt. Und damit meine ich dann quasi, diese alle Punkte mit dem Symbol haben halt 3 Volt über dem Symbol. Also es führt diese ganze Idee wieder ein bisschen ad absurdum, weil ich jetzt auf einmal viele verschiedene Symbole habe, die alle ein Bezugspotenzial darstellen wollen. Wir zeichnen jetzt einfach mal immer das hier und machen uns keine Gedanken darüber, wo jetzt eigentlich der Unterschied ist und sagen dann einfach immer, man kann Spannungen an einem Punkt messen, indem man sagt, relativ zu meinem Massepunkt. Und wenn man dann praktisch arbeitet und man hat irgendwie das Multimeter, dann habe ich da ja ein schwarzes und ein in dem Fall rotes Kabel und die Büchse von dem schwarzen, da steht COM für Common
und das ist eben der Massepunkt. Und oft schließt man irgendwie das mal kurz, mit einer Krokoklemme oder so, mit diesem Massepunkt und dann braucht man nur noch mit einer Hand, mit dem anderen Ende schauen, welches Potenzial habe ich hier, welches Potenzial habe ich da und ich bekomme dann immer die Potenzialdifferenz, also die Spannung, zu diesem gemeinsamen Massepunkt angezeigt. Das lässt sich einfach viel leichter darin denken, wenn ich mir dieses Hilfskonstrukt einführe von einer Masse und ich kann wieder jedem Punkt einfach eine Zahl zuordnen, als wenn ich immer einen Punkt pan rechnen müsste. Und dafür habe ich diese Konvention. Oft ist es dann noch so, dass ganz, ganz viele Punkte meiner Schaltung mit dieser Masse verbunden sind. Und ich kann jetzt entweder hergehen, so wie hier oder hier im linken Bild, dass ich einfach an einer Stelle dieses Symbol zeichne und dann überall hin Linien ziehe. Was ich aber genauso gut machen kann, ist, dass ich überall dort, wo ich das mit diesem Potenzial verbinde, das Symbol wiederhole. Dadurch werden die Schaltpläne einfach sehr viel übersichtlicher, weil ich dann eben nicht einen ganzen Baum habe von hunderten Punkten, wo überall dieses Bezugspotenzial vorkommt, sondern ich zeichne einfach überall das Symbol ein. Dann ist es, ja, auch hier haben wir wieder dieses Ground, diese Bezugsmasse. Aber das ist einfach nur eine Vereinfachung im Zeichnen und wir meinen damit nicht, dass das und das zwei verschiedene Massen sind, sondern überall dort, wo dieses Symbol steht, ist es wieder das gleiche Netzwerk, sagt man. Also das ist dann irgendwie über ein Kabel verbunden. Das Kabel zeichnen wir aber nicht, damit dieser Schaltplan übersichtlicher wird oder übersichtlich bleibt. Gut. Fragen zu dieser Idee von Masse und zu dieser Idee, dass die Spannung etwas Relatives ist, dass man da immer von zwei Punkten reden muss, damit eine Spannung als Begriff Sinn macht. Also die Spannung kann man sich als Formelwert vorstellen und nicht als Teilchen, die zu viel Kaffee getrunken haben und deshalb liegen oder hin wollen oder so. Die Spannung ist das Ding, das hinten abhängt. Ja, aber also das beste Bild für die Spannung ist wirklich als Potenzialdifferenz. Dass ich jetzt irgendwie, also wenn ich mir das als Feldgrößen anschaue, falls jemand sich mit Feldgrößen auskennt, dann kann man sagen, das ist ein konservatives Feld. Und dann kann ich eben hergehen und jedem Punkt einen Zahlenwert zuordnen. Das ist dann das Potenzial an dem Punkt. So wie ich zum Beispiel jeden Punkt an der Erdoberfläche in der Höhe über den Meeresspiegel zuordnen kann, wenn ich dann die Höhendifferenz wissen möchte, dass die Fälle oder wie stark die Wassersäule wäre, dann brauche ich quasi nur die Differenz zwischen den Höhen. Mich interessiert gar nicht, wie weit der Meeresspiegel tatsächlich entfernt ist. Und so als diese Differenz von diesen Potenzialen kann man es wahrscheinlich am besten sehen. Es gibt definitiv nicht so etwas wie ein Spannungsteilchen, das macht, aber es schaut in den Weltbegriffen noch ein bisschen verwirrend aus. Das mit dem Potenzial ist auf jeden Fall die beste Vorstellung, die man hat. Und wir gehen davon aus, dass dieses G-Feld, dass das ein konservatives Feld ist. Dann kann ich mit dem Potenzialbegriff arbeiten. In Wirklichkeit ist es leider kein konservatives Feld und alles ist viel komplizierter, aber glücklicherweise können wir Beschaltungen, die wir so aufbauen, immer annehmen, das ist ein konservatives Feld und wir können mit diesen Modellen arbeiten. Habe ich das halbwegs verständlich beantwortet? Ich kann es noch nicht so ganz greifbar vorstellen, aber wahrscheinlich kommt es später. Ich glaube, das beste Bild ist schon die Höhendifferenz. Ja? Dann hat man, und man hat halt einen Höhenbezugspunkt, das ist bei der Höhendifferenz der Meeresspiegel, und von dem aus misst man alles, und das ist da so ähnlich. Es gibt jetzt auch mehr Meeresspiegel. Ich arbeite in einer Firma, die Vermessungsgeräte herstellt, das ist alles. Gut, also das ist die Idee. Ja. Und je länger so ein Schaltplan ist, je mehr Leitungen sind, umso höher wäre dann diese Differenz. Nein, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Also das ist auch, diese Schaltpläne kann man sich auch vorstellen, so wie ein U-Bahn-Plan.
wo man irgendwie sagt, das ist zwar ausgedrückt, was womit verbunden ist, aber ich kann nicht zwangsläufig sagen, weil die U1 im Plan dann einen plötzlichen Knick nach rechts macht, dass die wirklich einen Knick macht und nach rechts fährt oder dass die nach Osten fährt, sondern das hat man halt so angeordnet, weil es dann besser ausgeht. In Wirklichkeit fährt die U1 halt nach unten und genauso in einem Schaltplan sagt das überhaupt nicht aus, wie lang die Leiterbahnen tatsächlich sind und wie die angeordnet sind, sondern das ist nur eine Linie. Wenn wir jetzt so eine parallele Schaltung haben, ist dann egal, wie die Parallelität aufgebaut wird. Also du meinst, ob ich das hier umdrehe? Nein, ob ich jetzt den Widerstand auf der anderen Seite. Das ist egal. Also das ist auch wirklich die gleiche Schaltung von den beiden Fällen, nur anders gezeichnet. Das ist eben auch wieder dieses... Parallele Elemente haben, ist es immer egal, welche Reihenfolge. Ja, also vor allem im Schaltplan ist es egal, weil dann nur entscheidet, welche Anschlüsse mit direkten Linien verbunden sind. Aber nicht, also quasi das wäre quasi ein Komplex von direkten Linien. Wenn ich das hier so zeichne, dann sagt das ausschließlich aus, dass dieser Anschluss und dieser miteinander verbunden ist. Aber das kann am Schaltplan so gezeichnet sein und in Wirklichkeit gehen vielleicht die Sachen so zu einem gemeinsamen Punkt zusammen. Oder der Strom geht zuerst da vorbei und dann da. Das sagt doch überhaupt nichts aus, wie ich das zeichne. Da geht es nur darum, diese Dinge sind verbunden mit etwas, was ich als idealen Leiter annehme. Beim Serien ist es grundsätzlich nicht egal, da habe ich wirklich eine andere Topologie. In dem Fall führt es aber in beiden Fällen zum gleichen Effekt, nämlich ich messe den Strom. Ja, bei dem ersteren Beispiel, da haben wir gedacht, bevor man eigentlich das Kabel durchschneiden muss und das eine dazwischen gibt, dass man eben entweder das Kabel erhitzt so hoch, dass das nicht mehr leitet und dann das andere. Das Problem ist, es schmilzt vorher das Kabel. Also nicht nur die Grundisolierung, sondern auch das Metall. Dann ist sowieso. Also, dass man das so weit erhitzt, dass es quasi nicht mehr leitet. Das andere dazwischen, ja. Na, was man dann macht, ist, man lötet hier und hier an und dann geht mit dem Stanley-Messer durch und schneidet die Leiterbahn durch und dann kann man messen. Oder man kann zum Beispiel hergehen, und, also in dem Fall ist es einfach, weil da will ich einfach meine Versorgung abklemmen und mich da reinhängen, da habe ich wahrscheinlich schon ein Kabel, das ich ab- und anstecken kann, aber wenn das irgendwie tief in einer Schaltung drinnen ist und ich will dann wirklich den Strom messen, der durch einen Widerstand geht, dann löte ich einfach einen dieser Beine vom Widerstand aus und dann habe ich quasi ein freies Lötauge, wo ich ein Kabel anlöten kann und dann Haxen vom Widerstand, der dann irgendwo in der Luft hängt, dann kann ich mich wieder hineinhängen. Wieso ist der Meeresspiegel nicht ja, das hängt. Ja, man kann eine Äquipotentialfläche über das Gravitationsfeld der Erde machen. Und das ist eine Art, einen Meeresspiegel festzulegen. Und dann gibt es aber noch lokale Bezugspunkte. Also es gibt zum Beispiel für Wien ein lokales Koordinatensystem, das quasi den Meeresspiegel nicht als Äquipotentialfläche sieht, das der Erdkrümmung folgt, sondern als gerade Ebene. Und ich bin froh, dass ich mich nicht mit diesen Dingen beschäftigen muss. Sondern dass ich nur die Elektrik. Dass es dann noch Ebbe und Flut auch noch gibt. Ja, ja, aber das kann man irgendwie mitteln. Gut. Fragen noch? Ich habe noch nicht verstanden, was ein konservatives Feld ist. Das habe ich mir eingebrockt, dass ich den Begriff verwende. Ein konservatives Feld ist ein Feld, wo ich den Potentialbegriff einführen kann. Also wo ich irgendwie sagen kann, ich mache an jedem Punkt etwas. Und ein konservatives Feld wäre zum Beispiel ja, die Höhe über dem Meeresspiegel. Da kann ich dann wirklich jedem Punkt so ein Potential zuordnen. Ein Beispiel für ein nicht konservatives Feld. Ja, generell Wirbelfelder. Das Problem ist, dazu müssten wir jetzt mal erst Wir machen es später. Ja, das ist richtig. Wir machen es nämlich auch später. Wir machen das im Exkurs elektromagnetische Felder.
Der ist vorgesehen, den gibt es im Skriptum, da werde ich diese Dinge auch wirklich erklären. Da haben wir dann nämlich auch den Begriff des Vektorfeldes, der mir jetzt im Augenblick fehlt, um anschaulich zu machen, was ein nicht konservatives Feld ist. Nein. Gut, dann machen wir unsere Diskussionspunkte. Welche Vorteile hat es, eine Masse zu definieren, und weshalb sollte jeder Schaltplan eine explizit eingezeichnete Masse haben? Im Grunde ist es eben ein Paraphrasieren von dem, was ich gerade gesagt habe. Genau, also das Wichtige ist genau dieser letzte Punkt, dass es miteinander über die Schaltung geht. Ab dem Augenblick, wo ich irgendwie eingezeichnet habe, was ist die Bezugsmasse, kann man sich sinnvoll über diese Schaltung austauschen. Wenn ich das weglasse, wird das schwierig. Das ist nicht nur notwendig zur zwischenmenschlichen Kommunikation, sondern auch wenn ich zum Beispiel ein Schaltungssimulationsprogramm habe, stehe ich vor dem gleichen Problem, dass dieses Schaltungssimulationsprogramm irgendwie Zahlenwerte entgegenwerfen möchte, die sich ausgerechnet hat. Und damit das flüssig geht, ist es auch wieder sinnvoll, einen Bezugspunkt zu vereinbaren. Und besser, den gebe ich vor, als der dumme Computer wählt einfach zufällig irgendeinen Punkt und sagt, naja, da ist Null. Ja, also das ist der Vorteil, dass man dann quasi besser weiß, wovon man redet. Welchen Vorteil bietet eine gemeinsame Masse beim Wiederverwenden von Teilschaltern? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, das geht ein bisschen über das hinaus, was ich bis jetzt gesagt habe. Dass ich gleiche Bezugsgrößen habe. Dass ich auch gleiche Bezugsgrößen habe, wenn ich quasi eine Schaltung habe und die gibt man Sinus aus und dann will ich irgendwie damit ein Lampball heller oder weniger hell leuchten lassen, dann brauche ich ja quasi nicht nur diesen einen Anschluss, wo der Sinus rauskommt, sondern auch einen Bezugspunkt, zu dem sich das bezieht. Und wenn ich jetzt die Schaltungen so bauen würde, dass quasi überall zwei Kabeln rauskommen oder zwei Anschlüsse rauskommen, dann wird das alles sehr kompliziert und ich muss bei jeder Teilschaltung hergehen und sagen, okay, der hat da seine Bezugsgröße, aber das muss ich jetzt mal in einen anderen Spannungsbereich rüberlegen, weil ich es jetzt in einer anderen Teilschaltung verwende. Und darum hat man eben meistens in einer großen Schaltung überall eine gemeinsame Masse und alles, was man in Signalen hat, bezieht sich auf diese eine gemeinsame Masse. So, welcher Vorteil ergibt sich aus der Verwendung einer Masse beim Messen und Simulieren von Schaltern? Das ist wieder einfach. Also man kann eine Spannung an einen Punkt dran schreiben und die ist eindeutig. Genau, man weiß, was gemeint ist und ich kann mit nur einer Hand messen, weil ich den anderen Anschluss einfach immer an der Masse habe und man kann sinnvoll arbeiten. Und beim Simulieren genauso. Das ist irgendwie blöd, wenn ich eine Schaltung habe, die größer ist als das, und der Schaltungssimulator wird mir für jede Kombination von zwei Punkten einen Zahlenwert geben, da blickt ja keiner durch. Besser ist, man sagt quasi, man betoniert einen Punkt fest auf 0 und dann bezieht sich alles andere auf diesen Punkt. Gut. Darfst drücken.